Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pokémon Diamant. Ui! Ach, das ist dieser Bärenfinder, okay. So, es ist 17.07 Uhr. Uhu. Wir sind in Herzogofen und wir werden jetzt hier mal die Stadt erkunden. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Dann hast du zwei Herausforderungen, die Arena oder den Wettbewerb. Okay. Warm, freundlich. Hallo, hallo, willst du ein Pokémon-Ei? Das wurde in der Pokémon-Pension Trostu gefunden. Möchtest du eins haben? Nein. Na gut, dann warte ich auf jemanden, der sich um das Ei kümmern will. Aber wenn ich lange genug warte, wird vielleicht etwas für mich schlüpfen. In Johto sind angeblich auch Eier gefunden worden. Okay. Nee, ich will das Ei schon haben, aber ich muss dafür erstmal Dings weglegen. Ich bin den weiten Weg von Höhen hierher gekommen. Ich wollte zur Wettbewerbshalle, aber ich habe mich verlaufen. Zum Glück hatten mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. Ich war beeindruckt. So viel Hilfsbereitschaft einem Fremden gegenüber. Darf ich dir nun zeigen, wo es zur Wettbewerbshalle geht? Gut, bitte folge mir. Okay. Im Gänsemarsch. Und ho! Im Gänsemarsch. Oh, dies ist die Wettbewerbshalle. Bitte tritt ein. Ja. Aber vorher heilen wir schnell unsere Pokémon. Holen uns das Ei. Hast du schon die GTS in Jubelstadt ausprobiert? Die verwendet die... Ja, das brauchen wir nicht. Hallo, hast du eine Knusperbox? Falls nicht, musst du unbedingt den Pokémon-Fanclub besuchen. Das heißt, die Arena-Leiterin Lamina ist im Moment nicht da. Ach, sie ist bestimmt von mir geflüchtet. Ach, sie hat bestimmt von mir gehört und ist geflüchtet. Na, jetzt übertreib's aber. So, jetzt schnell heilen. Unseren, Kleinstein wegbringen, Stony. Hast du den Stony genannt? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich an die Namen nicht mehr erinnern. Jemand ist PC. Ablegen. Tatsache, ich habe Stony genannt. Bebebe. Kann man sich die auch einfach nur so angucken? Ah ja, so jetzt. Ne, da haben wir Batman, Salah, den haben wir ja getauscht, ne? Yoda, Darkwing, Schneggy. Den haben wir auch getauscht. Glöckchen, Mini. Stimmt, weil es eine Dickmaus ist, habe ich die Mini genannt. Mickey, Puppe. Robby 2.0. Methan, Stony, Blume. Okay. Wir haben ja noch nicht viel gefangen, ne? Aber das macht nichts. Es sind die inneren Werte, die zählen. So, jetzt holen wir uns das Pokémon-Ei und fangen dann von unten an. Nicht der schon wieder. Gib mir dein Pokémon-Ei. Hallo, hallo. Ja, will ich. Hier, bitte. Ich habe etwas über Eier gehört. Wenn du mit diesem Pokémon mit energetischem Pokémon-Ei schlüpft etwas. Das hat irgendjemand mal behauptet. Vielleicht Professor Lind aus Johto. Gucken wir uns das Pokémon-Ei an. Bericht. Der Eiprüfer erkennt, was da wohl schlüpfen wird. Es wird sicher noch lange dauern. Ja, ich glaube, man muss irgendwie so 1000 Schritte oder so gegangen sein. Keine Ahnung. Gucken wir uns das jetzt mal an. Was willst du? Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Wie wär's schnell mit einem Interview? Nein. Oh, wie schade. Vielleicht klappt es ein anderes Mal. Hallo, hallo. Ich sag mal, wie geht es dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sage mal, belohnen willst, was wirst du dann tun? Nun, ich sage mal, was mich betrifft, ich gebe ihnen einen leckeren Knusp. Warum, fragst du? Weil ich damit, ich sage mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Ein Beispiel. Wenn ich sag mal, meinem Pokémon einen süßen Knusp gebe, gewinnt es deutlich an Anmut. Ein anderes Beispiel. Ein scharfer Knusp, ich sage mal, schenkt meinem Pokémon Coolness. Deswegen sind Knuspe, ich sag mal, sehr wichtig und sehr gesund für alle Pokémon. Also dann, ich sage mal, hiermit schenke ich dir diese Knuspbox. Vergnügen, sage ich mal. Fülle sie, ich sage mal, mit vielen Knospen und verteile sie großzügig an deine Pokémon.
Gott, war das jetzt anstrengend mit dem Typen. Willkommen im Pokémon-Fanclub. Oh, dein Fury. Es gewöhnt sich an dich. Das ist zumindest mein Eindruck. Lass mal kurz Pokémon tauschen. Tausch. Willkommen im Pokémon-Fanclub. Oh, dein Controller. Es mag dich. Es ist sicher gerne bei dir. Okay, ich krieg nichts von dir. Ich hätte ja gedacht, ne, wenn die sieht, oh, dass dein Pokémon findet dich total toll, dass ich denn, was weiß ich, irgendwie so Knusp kriege. So, gehen wir dann erstmal kurz hier. Wenn ich mein Baby spazieren fahre, sehe ich die Stadt mit anderen Augen. Mir fallen Treppen, Stufen und Schlaglöcher auf. Soll vorkommen. Ein Haus. Rede mit mir. Leute aus der ganzen Welt schauen bei den Pokémon-Wettbewerben zu. Was soll ich nur tun? Die ganze Welt wird mich sehen. Es gibt hier Wettbewerbe und wir haben den Platz der Treue. Da wir überall hier Besucher empfangen, halten wir diese Stadt schön. Okay. Und? Wo geht's hin? Kann ich nicht mal rausgucken. Ich kann mich nicht mal bewegen. Was geht ab? Ich habe etwas, was deinem Pokémon halten könnte. Diesen Seesang. Oh, und was macht das? Sagt die mir nicht. Die hätte mir das jetzt auch mal sagen können. Was macht denn Seesang? Seesang. Ein Item zum Tragen stellt einigen KP des Trägers wieder immer dann wieder her, wenn dieser dem... Ja, geben. Okay, warum nicht? Ihr Ken kann es gebrauchen. Ken kann es gebrauchen. Weil Ken jetzt nicht so die bombastischen Statuswerte hat. Und runter. Und wieder heraus. Läuft auch ganz gut mit der Stadtbesichtigung. Okay, den haben wir schon geschwätzelt. Ja, der Kinderwagen wird von Tag zu Tag schwerer. Mit welchem Pokémon sich wohl mein Kind zuerst anfreunden wird. Ich hätte da eine Idee. Lass den Kind einfach mal laufen. Hallo, hier kannst du Beeren kochen und aus ihnen Knusp machen. Möchtest du allein kochen oder mit anderen zusammen? Zurück. Komm ruhig wieder, wenn du Lust hast. Ja, komm, wir probieren das mal aus. Bericht. Da stand doch immer, was sie mögen, ne? Nickt oft. Okay, nickt oft ein, ist alles okay. Hallo. Ja. Lass mich gucken. Machen wir daraus. Was muss ich machen? Ja. Ja, tu ich doch. Will die mich verarschen? Ja, tu schon. Andersrum. Ja, es brennt an, schnell. Tu ich doch. Das ist nicht so einfach hier. Das Ding mal bald fertig. Jetzt andersrum. Schnell. Ich dreh doch schon. Ich hab Angst. Fertig. Achtmal angebrannt. Aha. Nein. So, jetzt hast du es kaputt gemacht. Okay. Kann ich nicht einfach welche kaufen? Hast du Beeren? Für gute Knusp brauchst du seltene Beeren. Und je mehr Köche du hast, desto leckerer werden die Knusp. Gute Ernährung macht Menschen und Pokémon energetisch und glücklich. Da unterscheiden wir uns gar nicht. Hi, hast du schon mal gekocht? Ich erkläre dir immer wieder gerne, wie du leckere Knusp.
Am Anfang musst du den weichen Teig sanft rühren, damit er nicht überkocht. Wenn er fester wird, rühre stärker in großen Kreisen. Zum Schluss wünschst du dir, dass er lecker wird und rührst noch schneller. Und wie kann ich dem das jetzt geben? Eine Knusperbox muss ja hier irgendwo sein. Öffnen. Geben. So. Ist alles. Und nun? Ah, jetzt futtert's. Und? Ken aß den Knus. Und? Hat sich gefreut? Ah, okay. Schönheit wurde erhöht. Sehr viel cooler, wenn man die kaufen kann. Dann muss ich die nicht selber machen. Wenn die sagen, hey, ja, komm, gib mir deine Beeren und ich mach das für dich. Ich gebe meinem Pokémon einen Wasserschein und es entwickelte sich. Ich brauche einen Leuchtstein. Gib mir einen Leuchtstein. Pokémon, Menschen, es ist ganz normal, dass wir uns voneinander unterscheiden. Beurteile ein Pokémon nie nach seinem Aussehen oder seiner Stärke. Suche nach seinen inneren Werten, seinen Charakter. Nur das zählt. Ah. Wenn Menschen und Pokémon sich die Hände reichen, sind alle glücklich. Es bringt uns näher zusammen. Es bringt die Weltharmonie. Es gibt Worte, deren Bedeutung noch nicht jeder erfassen kann. Sie lauten Liebe und Freude. Okay. Einsamkeit ist ganz alltäglich. Sie verleiht mir Mitleid mit anderen. So freue ich mich auf eine glücklichere Zukunft. Und ich genieße die schönen Erinnerungen der Vergangenheit. Ja, die Zeit heilt viele Wunden, aber nicht alle. Hier sehe ich meinen Vater und meinen Sohn und mein Leben. Und dort sehe ich die Natur und Pokémon und die Welt. Sachen herzustellen ist eine Kunst. Ach, verdammt. Jetzt habe ich es nicht richtig gelesen. So, die Alte hatten wir schon, ne? Ja, hatten wir sie ja schon. Verdammt schon mal. Man nennt mich ja Deko. Niemand kennt meinen wahren Namen. Nein, nicht einmal ich selbst. Suche nach seltenen Items. Das ist mein Leben. Ich werde etwas Seltenes für dich finden. Frag mich demnächst nochmal. Es gibt so viele Accessoires für Pokémon. So viele verschiedene. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Nach meiner Hochzeit möchte ich gern in Herzhofen gehen. Aber mein Freund will in Schleide beziehen. Wegen der Spielhalle dort. Dann such dir einen neuen Freund. Heute war ich mit meinem Parashizo auf dem Platz der Treue. Unterwegs fanden wir eine Pokémon-Feder. Meinst du, sie verleiht mein Parashizo mir an? Kann ich da hin? Mein Pikachu gefällt es, mit dem Pokéball den Pokéball zu verlassen und einen Spaziergang zu machen. Das sehe ich daran, dass seine Wangen ganz freudig zuckeln. Wow! Auf dem Platz der Treue kannst du mit anmutigen Pokémon spazieren gehen. Darf ich rein? Auf dem Platz der Freude kannst du mit einem anmutigen spazieren gehen. Ist erlaubt. Erlaubt sind Pikachu, Pipi, Anton, Parashizo, Bonira, Haspel und Drifloon. Bitte komm mit. Das ist ja. Boah, das ist voll die Diskriminierung. Dabei wollte ich doch mit Ken dahin. Aber nee, ich darf nicht, weil es nicht so hübsch ist. Nee. Wie eitel sind wir denn hier? Oh. Ach Quatsch, hi. Oh, du bist ein Trainer. Das heißt, dass du Boxen verwendest. Du bist also ein Endverbraucher. Oh, was ist denn? Du schaust ja schon. Ach ja, natürlich. Entschuldigung. Ich rede wieder zu schnell, als ich denke. Scheiße, Lana. Kennst du die Boxen in den PCs überall? Ich bin die Systemadministratorin. Das ist sehr schön für dich. So, zu der Alten gehen wir gleich. Ah, so viele Leute hier. Ah, du bist ein Trainer? Da hast du bestimmt eine enge Bindung zu deinem Pokémon. Du weißt, dass man viel Neues entdeckt, wenn man mit Pokémon unterwegs ist. Kuff, kuff. Wenn ich groß bin, möchte ich Pokémon-Koordinator werden. Babys und Pokémon kommen wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt sich das Pokémon daneben und schläft auf. Naja, ist wie ein Haustier halt, ne? Oh, wow, du bist ein Pokémon-Trainer. Pokémon... Um sich zu haben, bedeutet viel Verantwortung zu übernehmen. Aber man hat auch viel Spaß und Freude mit ihnen. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Trainer werden. Meine Schwester bekommt alle Aufmerksamkeit. Für mich interessiert sich keiner.
weil du voll der Noob bist. Komm schon. Und hoch damit. Komm schon. Ah, oh, schenk mir was. Alle meine Enkel wollen ein eigenes Pokémon. Das wird nicht einfach werden, aber es hebt in jedem Fall die Stimmung. Herzhofen sei kinderfreundlich, sagen manche, aber das stimmt nicht ganz. Herzhofen ist freundlich zu Kindern, zu Erwachsenen und zu Pokémon. Eine Welt, in der alle Menschen in Frieden und Harmonie zusammenleben, das wünsche ich mir. Nein, nein, in diesem Haus gibt es keine Treppen, so ist es schöner. Ohne Treppen können sich die kleinen Pokémon viel freier bewegen. Ach, ihr könnt mir auch einfach was geben. Seid mal nette Omis und Obis. Und schenkt mir was. Was geht ab? Ich habe die WM-Stärke im Turm der Ruhenden erhalten. Der Turm der Ruhenden ist auf dem der Route 209 auf dem Weg nach Trustu. Wo geht's hier lang? Platz der Treue Osttor. Ah, toll, da darf ich auch nicht hin. Ich sehe Pokémon jeden Tag, aber es gibt bestimmt noch viel mehr. Wie viele es wohl insgesamt gibt? Ich glaube, wir sind schon so bei 1000. 30 Jahre lang habe ich einsam in einem Berg gelebt. Ich habe einen Tanz erfunden, mit dem ich den Wettbewerb gewinnen werde. Mhm. Okay, hier waren wir denn schon. Ah, mal gucken, was im Pokémon-Center gibt. Ich würde gern das Item Beleber kaufen, aber ich habe erst 2 Orden und das genügt leider nicht. Okay, die Regale sind vollgestopft. Ich wollte eigentlich mit der Alten reden. Ich habe gehört, dass man hier schöne Accessoires finden. Angeblich soll es welche auf dem Platz der Treue geben. Willkommen, kann ich helfen? Pokéball. Okay, das gibt's nicht. Ich überlege. Ich hab doch ein Hasbiro, ne? Oder? Doch, ich muss doch ein Hasbiro haben. Mal gucken, vielleicht finden wir ja irgendwas in dem Pokédemon. Auf dem Platz der Treue. Können wir mal rumgucken. Lana, bitte, jetzt haben die das mich auch umgeändert. Bewegen. Oder war es ein Enton? Komm, bewegen. Wir versuchen das jetzt mal mit Tausch. Absetzen. Dann nehmen wir noch den Haarsprüh mit. Bewegen. Tausch. Und absetzen. Und dann nehme ich noch Glöckchen mit. Mal gucken. Vielleicht funktioniert es ja und ich darf mit einem der Pokémon auf dem Platz der Treue. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich da jetzt nicht unbedingt Box verlassen, ja. Und ich hoffe, dass ich jetzt da nicht unbedingt kämpfen muss oder so. Das wäre dann echt arg fies. Ich glaube nicht. Ich meine, irgendwo mal so ein bisschen rumklucken und vielleicht finden wir ja ein Item. Darf ich? Auf dem Platz anmutig gehen. Nun muss. Ah, okay, mit Mickey darf ich. Rede mit mir. Ich komme mit meinem Vonera jeden Tag hier. Hier kann es laufen und spielen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Oh, ich kann es kaum laufen. Ich bin so glücklich mit meinem Pikachu. Wohin ich auch gehe, mein Pikachu folgt mir, um zu zücken. Haha, ja, wir zwei Beinen sind. Geheimpower! Können wir gleich mal gucken, was das macht? Und dann noch eine. Sprich mit deinem Pokémon. Manchmal findet es sogar Item. Mickey fühlt sich auf jeden Fall wohl. Das ist sehr schön. Das sind Ruinen aus längst vergangener Zeit. Und ich habe Spuktafel gefunden. Yay! Die Kraft besiegter Giganten speist diese Tafel mit Energie. Okay. Ja, das sieht doch schon so. Mickey sieht sehr glücklich aus. Okay. Wo geht's? Ah, nee. So weit sind wir noch nicht. Wir waren da oben noch nicht. Und da ist noch ein Item. Anziehung. Wow, das ist
so unnötig. Na gut, dann gehen wir wieder. Ah ja, das war sehr schön. Zum Sterben schön war's. Ach mein Gott, die Alte von Jubel TV geht mir aber auf den Sack. So, jetzt holen wir uns unsere Pokémon hier. Das ist ja nicht zu fassen. Bewegen. Bewegen. Team-Pokémon. Tausch. Absetzen. Nein, das wollte ich nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass Glöckchen wenigstens darf. Aber Glöckchen darf nicht. Glöckchen ist nicht cool genug. Absetzen. Was ja voll diskriminierend ist. Ich finde, weil mein, komm, sag schon. Weil Haspelho war ja nicht das Einzige, was nur so knuddelig war. Ja, Box verlassen. Na schön, dann gehen wir zum Wettbewerbsteam. Gehen wir hier hinten lang, machen wir mal kurz zur Zeit. So, mit der Kleine müssen wir gleich reden. Aber hier ist der Part zu Ende. Das ist jetzt voll der fette Cliffhanger. Und ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Falls ihr wisst, was Gesicht ist, schreibt es mir in den Kommentaren. Ja, falls ihr Tipps und Tricks habt oder so, könnt ihr mir das auch in den Kommentaren schreiben. Wenn nicht, dann sage ich bis dann, auf Wiedersehen, bis und bye bye.